Und zack, schon streiten die sich wieder. So, stopp. Das geht überhaupt nicht. Diese Streiterei die ganze Zeit. So, Paris, du. Nee, hier wird nicht gekämpft. Reden. Können wir mal plaudern? Könnt ihr euch mal bitte irgendwie vertragen? Könnt ihr es wenigstens versuchen? Ach, nur heul nicht rum, ey. Ich finde das unmöglich von dir, echt. Stoßen, hör auf damit. Du stößt die jetzt nicht. So, genau. Hier wird jetzt mal irgendwie geredet. Und zwar gescheit. Plaudern, plaudern. Plaudern. Plaudern ist gut. Wertschätzen. Entschuldigen. Oh, gut. Entschuldigen das ist, finde ich gut. Wertschätzen. Hast du das auch? Nö, hast du nicht. Warum hat die jetzt nicht das, was die andere hat? Stopp. So, okay. Wertschätzen haben wir jetzt noch. Nochmal entschuldigen. Ey, wir entschuldigen uns jetzt so lange, bis das hier flufft mit euch. So. Das ist ja kein Zustand mit euch. So, unterhalten. Alles klar. Oh, Witz erzählen. Ui. Nee, das Telefon kann jetzt von mir aus klingeln, bis es schwarz wird. Was macht ihr zwei hier eigentlich? Ihr vertragt euch. Ja, pupst ihr euch gegenseitig voll oder was? So, vertragt euch bitte. Bitte vertragt euch. Ich möchte nicht zwei ewig streitende Schwestern haben. Ehrlich nicht. Plaudern. Gut. Oh Gott, ey. Es wird besser. Es wird besser hier unten. Hurra. Ist das jetzt verziehen mit dem Umzug? Das wäre sehr schön. Könnt ihr euch doch hier nicht ewig rumkloppen, ey, echt? Oh, ich habe immer Angst, ey, wenn die da mit dem Finger auf sie, Dings, dass dann hier wieder Klopperei gibt. Mann, 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 so, plaudern, unterhalten, Witze erzählen, okay. Ist die Stinkekuh, was macht die? Das glaube ich ja jetzt nicht. Alter Mädchen, du bist so eklig. Das ist so disgusting, was du gerade machst. Aber es gibt ja nichts Schöneres, als im Müll zu wühlen und danach einen dicken Furz abzudrücken. Ja, und tschüss, Mädel. Du brauchst echt nicht mehr. Nee, du brauchst nicht mehr. Brauchst nicht mehr wiederkommen. Da klingelt's immer noch, aber da lassen wir uns jetzt gerade mal nicht von stören. Ich möchte, dass das hier aufwärts geht. Da ist noch immer minus 9 zu ihr. Das heißt, die Niki muss hier noch ein bisschen dran arbeiten gerade. Ich möchte wenigstens, dass das ein bisschen im grünen Bereich ist mit euch. Oh, wir haben umarmen. Können wir das mal machen dann bitte? Das wäre schön. Okay, es läuft. Minus 1, wir haben es gleich. Dann sind wir schon mal aus den Minuszahlen hier raus. Was redet die da? Schwimmen beim Skifahren oder was war das gerade? Okay, jetzt haben wir wieder hier Hüte und sein Kind. Okay, könntest du sie jetzt mal plaudern? Stormi! Freundschaftlich umarmen, plaudern. Oh Gott. Ah, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Oh, es wird besser. 26 und 0. Okay, Paris, es wird. Hoffentlich lässt sie sich. Bitte lass dich umarmen. Das wäre auf jeden Fall. Das wäre schön, Kind, wenn du dich. So, Niki, hier, gib dir mal richtig Mühe. Obwohl, ich glaube, mit dem Umarmen, wartet mal, es könnte vielleicht noch zu früh sein. Nimm, 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 nimm. Plaudern, machen wir noch mal. Unterhalten, Witze erzählen. Ja, tut mir leid, Viktor, aber das ist jetzt echt wichtiger hier. Die Familie muss zusammenhalten. Das muss jetzt hier ein bisschen fluffen mit den Zweien. Okay. Paris sieht gerade nicht gut aus. Da müssen wir mal gucken jetzt. Oh, Paris muss aufs Klo. Viktor, verschwinde mal da bitte. Die Paris muss jetzt mal auf Toilette hier.
So, sollen wir jetzt hier noch den Witz anhören und dann gehst du ganz schnell aufs Klo, bitte. Schaffst du den Witz noch, ohne in die Hose zu machen? Oh, Muscha! Das ist ja ein witziger Witz. Über Muschans. Wart ihr bei Guild Wars 2 oder was? Habt Muschans gesehen? Okay, ab dafür, Paris. Macht hier einer den Computer kaputt. Was laberst du? Tut mir ja leid, ich weiß, du bist eigentlich der Gast, aber das ist jetzt hier echt wichtiger, dass die beiden sich vertragen. Und ich glaube, dann schicken wir sie auch straight ahead ins Bett. Genau, geh schlummern, okay. Wie sieht's hier aus? 7, alles klar, es wird besser. Es wird, ihr Lieben, es wird. Ich mache 3 Kreuze. So, oh, es schnarcht. Es schnarcht, das ist ja toll. Nee, also mit der möchte ich mich nicht anfreunden. Dann schon eher mit der Lara. Na, ja, mal gucken. So, und bei dir haben wir ja immer noch die Mechanik oder Kochen oder sie will auf jeden Fall alles lernen. Das ist schön. Wenn du da fertig bist, dann gehst du auf Toilette. Und dann kannst du dich jetzt mal bitte dann langsam vielleicht um ihn kümmern. Falls er dann noch da ist, machen wir hier dasselbe Programm ablästern. Okay, das können wir mal versuchen. Mal sehen, ob man mit dem lästern kann. Wenn er schon als hier rumgammelt. Hat er mal bald einer frei von euch? Oh, Paris hat frei. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Paris hat frei. Das ist ja toll. Können wir ja vielleicht mal mit ihr was anderes machen, als nur schlafen, fressen, pupsen, kacken. Das wäre schön. So. Alter, der muss gut gewesen sein, wie du brüllst. Gott, ey. Hat ja aber auch ein Riesenmaul, ey. Und wenn ich dich küsse, dann kann es sein, dass dein ganzer Kopf in meinen Mund passt und dann kann ich dich verschlucken oder auffressen. Nee, ich will aber nicht, dass du mich auffressst. Du bist ja ein Idiot. Okay. Ah, jetzt hier ablästern? Ah, ist klar, sie muss über diesen Patricio ablästern. Über wen auch sonst? Das war ja klar. Das mag er gar nicht. Er packt sich an den Kopf, alles klar und tschüss. Okay, Glotze an, recht hast du. Du lernst aber jetzt hier trotzdem was, Fräulein. Hier, schlimmer TV, lern was. Paris hat heute Abend frei. Das freut mich. Für die Paris. Schläfst du? Alter, reiß die Augen auf. Guck mal. Die Augen sind nicht ganz geschlossen. Das ist kein gutes Zeichen. Habe ich eben nicht gesagt, du möchtest bitte kochen lernen? Nükü. Tu mir doch den Gefallen. Du willst doch alles lernen. Dann mach's doch auch einfach. Kann doch nicht so schwer... Sie schaltet wieder um, ne? Ja, sie schaltet gleich aus. Fernsehen. Niki? Niki, ärgere mich nicht. Jetzt ein bisschen noch. Du hast doch noch Energie. Alter Schwede, ey. So, jetzt bitte mach doch einfach mal. Alter, die nervt. Die Niki fängt an, mich richtig zu nerven. Ganz ehrlich. Geh baden. Und dann gehst du pennen. Schnauze voll hier mit euch. Ja, Chica, kriegst gleich Chica. Da will sie alles lernen und dann schaltet sie alles weg. Donnerwetter aber auch. Gott, du schnarchst aber, Kind. Boah, meine Fresse. Ah, was ist mit dir, wenn du aufwachst? Hast du schon wieder Kohldampf, ne? Du hast auch immer nur Hunger. Hunger, 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 Hunger. Nudeln mit Käsesoße kannst du dann mal machen. Warum ist die Umgebung hier so schon wieder so scheiße? Man weiß es nicht. Gut, das recyceln. Kannst du hier mal was säubern? Da kannst du nichts säubern, schade. Aber das kannst du säubern. Okay. So oder so ähnlich machen wir das, wenn du wach bist. Da freust du dich doch bestimmt schon aufs Wachwerden. Ich doch genau.
Alter, sieht denn die Wanne aus? Kann das sein, dass ihr den, dass die Wanne den Dreck in sich aufnimmt, den ihr abgebt? Ja, ist das irgendwie möglich? Willst du eigentlich auch einen Sauberkeitspunkt im Moment haben? Nö, du willst nur einen Fähigkeitspunkt, ne? Aber du gehst jetzt eh ins Bett, weil du sonst unerträglich nervig bist. Ja, Paris, dann wird das wohl hier. Alter, wird ja immer dunkler. Schon mal so eine zugeranzte Wanne gesehen? Also ich nicht. Das ist abartig. Sauber machen. Dankeschön. Igitt, ey. Ach, ihr seid aber auch eine eklige Bande. Ah, jetzt ist die schon wieder wach. Um 1 Uhr in der Nacht. Die kann jetzt erstmal echt gleich die ganze Butze hier putzen, ey. So, was kochst du da jetzt? Ach, Spaghetti waren's, ne? Mal wieder, ihr kriegt noch einen richtigen Spaghetti-Bauch. Den Dress, den sie anhat, den finde ich ganz süß. Den hat sie nur gekriegt, weil sie umziehen musste hier. Oh, mit diesen schönen Puschen hier unten, seht ihr das? Das sind kleine Häschenpuschen. Häschenpuschen. Hol dich. Ding dong, Futter ist fertig. Da, die Häschenpuschen. Die sind so niedlich. Ich schlaf ja, wie schlaf ich eigentlich? Ich schlaf nur in Unterhose und T-Shirt. Das ist nicht niedlich, das ist praktisch. So, jetzt wisst ihr das auch. Aber der Dress gefällt mir echt gut, ja, muss ich mir mal sagen. Mahlzeit, Kind. So, was haben wir denn? 2 Uhr in der Nacht. Ich werde mir das hier niemals merken können mit der Arbeiterei hier, ganz ehrlich nicht. Und sie hat dann am Samstag frei. Okay. So, du kleine Maus mit Puschen, ess mal schneller. Wieso? Warum geht das mit dem Hunger hier nicht? Da kann sie ja gleich nochmal essen. Wo ist sie denn jetzt eigentlich? Ach, hier. Ach so, halt. Verdammt. Ich war auf der Niki. Na, sowas aber auch. So, du putzt jetzt trotzdem mal ein bisschen schneller. Kann das sein, dass ihr das Spaß macht? Putzen? Macht ihr Spaß? Ist ja der Hammer. Tatsächlich, guckt mal, sie hat Spaß beim Putzen. Ist ja toll. Aber ihren Punkt kriegt sie nicht, ne? Den kriegt sie nicht fertig. Kann sie noch irgendwas putzen hier gerade? Das Klo hatten wir ja gerade schon, ne? Yeah! Kannst du auch nichts putzen? Kannst du das putzen? Nee, die Schränke kann man nicht putzen. Schade. Okay, jetzt wird noch das Bettchen fein gemacht. Die Umgebung ist immer noch so schlecht. Ach, ich Mensch. Wir haben aber nicht genug Kohle. Ihr müsst erst mehr Kohle. Was machst du denn jetzt hier? Entspannen, kannst vergessen. Sie freut sich aber auch über alles. Sie freut sich über alles. Das finde ich irgendwie nice. Ich überlege gerade, könnten wir das hier vielleicht mal umstellen? Irgendwie, ich hätte gerne noch eine Dusche hier rein, ganz ehrlich. Aber wir können das hier nicht gescheit umstellen, oder? Ich möchte eigentlich auf die Badewanne nicht verzichten. Das wird alles zu eng. Wenn wir das hier wegnehmen würden, stellen es dahin, dann kommt da keiner mehr an das Waschbecken dran, ne? Ach Mann, das ist aber auch hier... Ist aber auch ein Drama in der Butze. Nee, das geht nicht. Noch geht es nicht. Jetzt habe ich das Klo irgendwie anders gestellt. Das stand da eben da, ne? Na, ist auch egal. Ist egal. Ja, riecht lecker. Willst du das hier vielleicht noch aufessen? Dann gammelt das da nicht vor sich hin. Und dann kann ich die schon wieder in die Wanne stecken. Ach, nee, es nervt mich aber gerade. Du kannst mal hier vor den schönen neuen Computer gehen, mein Liebes. Und kannst ein bisschen, willst du mal einen Roman schreiben? Hat das was gebracht? Ich weiß es nicht mehr. Komm her. Dann gehst du ein bisschen spielen. Dann gehst du ein bisschen spielen und ich glaube, dann mache ich auch erstmal ein Päuschen. Dann reicht's mir nämlich mit euch beiden. Aber ich bin froh hier. Bin ich echt froh. Ich bin so froh.
dass das nicht mehr so extrem schlimm ist zwischen den beiden. Ich glaube, die Paris hat der Niki langsam verziehen, dass sie umziehen musste und ihre liebste Freundin Dina zurücklassen. Sie Ja, wurde ja. es wird, Kind. Wir finden neue Freunde für dich, ganz sicher. So, dann zock jetzt mal ein bisschen und hab Spaß und die Umgebung wird besser. Okay, na von mir aus. Gut. Dann drücke ich jetzt mal hier auf Päuschen, ihr Lieben. Ich mache genau dasselbe, nämlich ein Päuschen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, hoffe ich, wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, empfehlt mich weiter. Und bis dahin, eure Trin.